Mein Name ist Beate Waltrup und ich bin seit etwa 15 Jahren hauptberuflich tätig als Coach, Trainerin und Mediatorin. Grundlage meiner Arbeit ist die gewaltfreie Kommunikation, die Marshall B. Rosenberg unter dem Begriff Nonviolent Communication ins Leben gebracht hat. Eine Kommunikation, die ich eher als wertschätzend beschreiben würde, weil wenn die Menschen gewaltfrei hören, dann sind sie oft irritiert und stellen sich darunter sowas vor, wie dass man sich anschreit, beschimpft oder sogar körperlich attackiert oder das ist damit nicht gemeint. Also deswegen ist der Begriff nicht ganz günstig gewählt, also deswegen wertschätzend ist besser. Und die Frage eben heute, wie kommuniziere ich nun wertschätzend und gewaltfrei? Und da möchte ich starten mit einem Zitat von Rumi. Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort treffen wir uns. Und an diesen Ort möchte uns die gewaltfreie oder wie ich lieber sage, wertschätzende Kultur bringen. Einen Ort, an dem und das Anliegen meines Gegenübers, wenn wir in der Kommunikation sind, gleichberechtigt nebeneinander stehen, gleich wichtig sind, ein Ort, an dem wir auf Augenhöhe kommunizieren, ohne uns zu bewerten, ohne eben in richtig und falsch zu unterscheiden, und dann kann Kommunikation wirklich gelingen. Jetzt ist es leider so, dass wir durch Schule, durch Elternhaus, durch unsere frühen Erfahrungen in der Peer Group, aber auch durch die Medien anders programmiert sind. Also wir tragen Empfindlichkeiten mit uns herum. Wir sind auf Konkurrenz ausgerichtet. Wir neigen dazu, Schuld zuzuweisen, in richtig und falsch zu unterscheiden. Und das führt dann zu vielen Kommunikationssituationen, die für uns Menschen schwierig sind. Und wir haben sozusagen rote Knöpfe. Rote Knöpfe, das heißt Empfindlichkeiten, die eben in jungen Jahren entstanden sind, die aufgrund von falschen Grundannahmen entstanden sind. Also da zum Beispiel so eine Annahme wie, ich bin nicht gut genug. Also viele von uns haben das oft gehört, nein, das ist falsch, das machst du nicht richtig. Wir haben eben gelernt, wir werden nicht bedingungslos geliebt, sondern wir werden geliebt, wenn wir Dinge richtig machen, wenn wir fleißig sind, wenn wir Dinge gut machen. Und das führt dazu, dass wir solche Empfindlichkeiten, roten Knöpfe mit uns tragen, die zum Beispiel ausgelöst sind, weil wir sehr leistungsorientiert erzogen worden sind und gelernt haben, dass wir keine Fehler machen dürfen. Wenn uns jetzt jemand einen Fehler nachweist, dann sind wir extrem außer uns. Oder wir haben gelernt, wir waren die Jüngste oder der Jüngste in der Familie. Wir sind nicht wirklich, oder wir haben oft gehört, nein, das kannst du doch nicht, dann bist du noch zu klein dazu. Das heißt, dann haben solche Menschen oft das Problem und denken, sie werden nicht ernst genommen, sie werden nicht wirklich gehört. Oder wir waren der oder die Älteste. Dann sind das oft so Sachen wie, wir übernehmen freiwillig sehr viel Verantwortung, oft zu viel, überlasten uns damit. Und wenn eben solche Knöpfe in uns aktiviert sind, durch Kommunikationssituationen unbewusst, also natürlich möchte meistens das Gegenüber uns nicht wirklich so einen Knopf drücken, aber es passiert eben, und das kennen Sie, glaube ich, wenn Sie mal bei sich forschen, dass Sie manchmal in Kommunikationssituationen recht heftig reagieren oder auch die andere Person, wo Sie denken, was ist denn jetzt los? Ich wollte doch eigentlich gar nichts Schlimmes. Und dann kommen eben solche Gefühle wie Angst, Scham, Schuld oder Ohnmacht, und die wollen wir Menschen nicht gerne haben. Und dann gehen wir in die Projektion, mir geht's schlecht und du bist schuld, oder wir müssen es eben verdrängen, und dann brauchen wir halt Suchtstoffe, ne? Das kann zu viel Sport sein, genauso wie Medienkonsum oder das 15. Paar Schuhe, das ist ganz egal. Und das macht dann die Kommunikation schwierig. Wenn es denn eng wird in der Kommunikation, dann werden wir nämlich sehr schnell mit unserem ältesten Gehirnteil verschaltet, dem sogenannten Reptiliengehirn. Das haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Und in diesem Reptiliengehirn haben wir eigentlich nur drei Möglichkeiten zu reagieren. Die Möglichkeit anzugreifen, Kampf, wir haben die Möglichkeit zu fliehen, Flucht, oder wir haben die Möglichkeit zu erstarren. Und das sind dann leider auch die Möglichkeiten,
die wir in solchen Situationen, wenn wir kommunizieren haben, dann ist es gar nicht sozusagen der Säbelzahntiger, der vor uns steht und uns bedroht, sondern nur die Chefin oder der Kollege. Und trotzdem gehen wir dann in den verbalen Angriff oder wir rechtfertigen uns, entziehen uns oder wir sind total blockiert. Das sind dann die Situationen, wo Sie abends zu Hause auf dem Sofa denken, Mensch, warum habe ich denn nicht so reagiert, warum habe ich denn das nicht gesagt? Aber in der Situation hatten Sie keine Chance, dahin zu kommen. Und das ist tragisch, weil gerade dann, wenn es eng wird, wenn Konflikte da sind, dann müssen wir eigentlich besonders gut sein in unserer Kommunikation. Und gerade dann werden uns sozusagen durch Hormone, wird uns die Großhirnrinde blockiert. Wir haben keinen Zugriff mehr auf all die guten Dinge, die wir gelernt haben. Und da gibt es was ganz Wichtiges als ersten Schritt. Und das heißt erstmal zu Ali. Was meine ich damit? Ali steht für Atmen, Lächeln, Innehalten. Fangen wir mal hinten an. Innehalten heißt nicht zu spontan reagieren und einfach sozusagen nicht den Bodyguard, also unser Schutzprogramm reagieren zu lassen. Lächeln, in mich hineinlächeln, das kriege ich hin, atmen, mich mit meinem Körper verbinden in so einer Situation und dann wieder die Ruhe zu finden, in Ruhe zu reagieren. Ja, und dabei ist es ganz wichtig, dass wir immer bei uns selber anfangen. Wir haben oft den Drang bei Kommunikation, dass wir denken, ach, der andere müsste sich ändern und das ist nicht in Ordnung, wie der mit mir spricht. Beerdigen Sie diesen Gedanken. Wichtig ist, fangen Sie bei sich an. Da haben Sie 100% Einflussmöglichkeiten und wenn Sie sich verändern, dann verändert sich auch die Welt. Und ich glaube, das brauchen wir gerade ganz dringend. Ja, und jetzt gucken wir uns mal das Modell der gewaltfreien Kommunikation an. Wir haben also einen Auslöser. Irgendjemand drückt uns den Knopf. Ich habe hier ein schönes Beispiel einer Studentin liegen aus einem meiner letzten Seminare von der Universität in Hamburg oder Hochschule in Hamburg, genauer gesagt. Und die hat also gesagt, sie war mit einer Freundin verabredet und die hat ihr abgesagt für den Abend, sie sei müde und wenig später am Abend hat sie dann gesehen, dass sie aus war. Irgendwo auf den Social Media hatte sie Fotos gepostet und da war erstmal in ihr, sie hat gedacht, das gibt's doch nicht, das geht doch nicht, so kann man doch mit mir nicht umgehen, das finde ich unmöglich, die hat mich belogen, ne? Das wäre das, was wir bei dem Auslöser denken. Und dann ist es wichtig, sagt die wertschätzende gewaltfreie Kommunikation, zu sagen, stopp, jetzt bitte nicht handeln. Also jetzt ist Ali angesagt. Atmen, lächeln, innehalten und erstmal warten, bis so der erste Schub verflogen ist. Also nicht den Bodyguard reagieren lassen. Und dann kommen nach dem Strich hier die vier Schritte der gewaltfreien, wertschätzenden Kommunikation. Mit einer sachlichen Beobachtung bringe ich mich in eine andere Haltung. Ich gucke jetzt einfach, ja, die Freundin hat mir oder Kommilitonin hat mir gesagt, sie sei müde und ich habe gesehen, sie ist dann am Abend doch ausgegangen. Das ist erstmal ohne Bewertung eine Tatsache, einfach so zu sehen. Dann zu schauen, wie geht's mir denn damit? Ja, ich war im ersten Moment vielleicht erstaunt, ich war auch frustriert und ich war unglücklich. Weil ich wäre so gerne dabei gewesen. Was ist denn mein Bedürfnis? Ich gucke, ich möchte gerne Ehrlichkeit, Vertrauen zwischen uns haben. Ich wünsche mir aber auch Zugehörigkeit. Ich möchte gerne dabei sein bei solchen Aktivitäten. Und ich brauche Klarheit zu verstehen, was da mit der Freundin eigentlich los gewesen ist. Und da kommt dann auch schon die Bitte an die andere Person, der erste Schritt wäre vielleicht die Freundin anzurufen und zu sagen, oder vielleicht sogar besser noch persönlich zu treffen und zu sagen, hör mal, du hattest mir gesagt, du seist müde, du wolltest nicht ausgehen und dann habe ich später zum Beispiel auf Instagram gesehen, dass du da Fotos gepostet hast, dass du mit der Clique unterwegs warst. Und ich war, ne, würde man ihr dann sagen, total traurig und frustriert in dem Moment und auch verwirrt, ne, weil mir ist Vertrauen so wichtig. Du hast mir gesagt, du willst nicht ausgehen und sag mir doch mal, was war denn da los? Ja, und so kann ich dann eine Kommunikation auf andere Beine stellen. Und dann höre ich vielleicht, was bei der Freundin war. Ne? Vielleicht erzählt sie mir dann, ja, ich wollte auch nicht ausgehen, aber dann irgendwann ging es mir besser und dann sind die bei mir vorbeigekommen und dann habe ich mich doch überreden lassen. Und wenn ich das jetzt so sehe, ne, dass dich das so
getroffen hat, dann tut mir das leid. Also und nächstes Mal würde ich dich vielleicht dann trotzdem noch versuchen zu erreichen, dass du noch dazu kommst, aber irgendwie bin ich in dem Moment nicht darauf gekommen. Und so kann man dann auf einer anderen Ebene, eben jenseits von richtig und falsch, darüber sprechen und versuchen, eine Basis zu finden, auf der man kommunizieren kann. Und ganz wichtig dabei ist eben dieser Stopp, also dass ich nicht zu automatisch reagiere, weil dann übernimmt eben sozusagen mein Schutzprogramm und das kann eben sowas sein wie, die mache ich fertig oder mit der rede ich nie wieder mehr. Ne, so. Und dass ich mich dann durch eine sachliche Beobachtung anders einstimme und nicht diese Geschichte oder dieser Geschichte folge, die mir mein Kopfkino sozusagen erzählt. Und ja, das wäre so das, was die gewaltfreie, wertschätzende Kommunikation anzubieten hätte. Und wenn ich so reagiere, dann bringe ich mich in die Position eines Adlers sozusagen, der über den Wogen schwebt und Gefühle und Gedanken mehr beobachten kann und sich nicht so sehr davon hinwegreißen lässt. Das wäre meine Empfehlung, um wirklich wertschätzend und gewaltfrei miteinander umzugehen. Jetzt bin ich ganz neugierig auf Ihre Fragen. Ja, also das wird angeboten. Im Moment machen wir das online. Wir haben durch die veränderten Bedingungen sind wir auf online geswitcht und machen damit eigentlich sehr gute Erfahrungen. Also mir gelingt es in der Regel online einen sehr persönlichen Rahmen zu gestalten und so dass das auch wirklich spannend und interessant ist. Also 2 Tage am Wochenende. Ich glaube, es ist immer der Freitag und der Samstag. Ja. Genau. Also da mal nachgucken, beim AFK ist es, ne? So, genau. Ja. Schuldzuweisung, also dann eben so dieses Denken in Kategorien wie richtig und falsch. Ich habe recht, ne? Du bist im Unrecht. Aber auch sowas wie Erwartungen aneinander haben. Ich bin selber für meine Bedürfnisse verantwortlich. Ich darf darauf vertrauen, dass Menschen gerne beitragen. Jedoch habe ich keinen Anspruch darauf. Ne? Wenn ich aber Erwartungen an andere habe, dann würde das auch im Sinne von Rosenberg schon als Gewalt gelten. Genauso, wenn ich statt Bitten Forderungen stelle. Also wenn ich, und ob ich eine Bitte gestellt habe oder eine Forderung, merke ich daran, wenn ich beleidigt bin, wenn der andere Nein sagt, dann war es keine Bitte. Ne? So, sondern dann habe ich eigentlich erwartet, dass der andere meiner Bitte nachkommt. Und wie man das anders machen kann, sodass man statt eine Forderung zu stellen, eine Bitte stellt und wenn Nein kommt, dann vielleicht in eine Verhandlung eintritt. Weil es gibt natürlich für Bedürfnisse immer verschiedene Strategien, die zu erfüllen. Genau das lernt man dann im Rahmen der gewaltfreien Kommunikation. Absolut, absolut. Also wie ich habe es eingangs gesagt, ne, an diesem Ort jenseits von richtig und falsch, den wir sozusagen miteinander betreten, da sind unsere Anliegen auf Augenhöhe verhandelbar. Also meins ist genauso wichtig wie das meines Gegenübers, ne, die Bedürfnisse. Und wenn ich die höre sozusagen, also auf der Ebene der Strategien wird es vielleicht manchmal etwas schwierig. Ne? Ich wünsche mir vielleicht zum Beispiel Entlastung in meiner WG oder in der Partnerschaft. Ne? So, und wenn ich dann so eine feste Strategie im Kopf habe, der andere oder die andere muss genau das und das tun, dann wird es schwierig. Wenn ich aber mit meinem Bedürfnis nach Entlastung mich verbinde und die andere Person einlade und sage, lass uns doch mal zusammen überlegen, wärst du denn bereit, mich zu unterstützen? Dann kommt meistens ein Ja und dann eben zu gucken, was könnte denn die andere Person gut beitragen? Was wäre für sie auch stimmig? Dann kommt man meistens zu Lösungen, die sinnvoll sind. Also ich meine, die Frage ist jetzt, die Antwort ist jetzt vielleicht für Sie etwas albern. Also ich habe tatsächlich Marshall B. Rosenberg bei Amazon getroffen. Und zwar habe ich mir ein Buch über Kommunikation, ich habe schon Literatur und Kommunikationswissenschaften studiert, gekauft. Und da war auf der Liste Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch gekauft. Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens von Marshall B. Rosenberg. Und ich fand den Titel ehrlich gesagt ein bisschen schräg damals, weil gewaltfreie Kommunikation, was soll das denn sein? Habe mir das Buch bestellt, sehr schnell gelesen und war völlig fasziniert. Und habe dann gegoogelt und siehe da, es gibt ja keine Zufälle. Am nächsten Wochenende war
war Marshall B. Rosenberg in Berlin und da bin ich hingefahren und habe die Methode kennengelernt und ihn, und ich war fasziniert. Also ich habe direkt vor ihm gesessen in einem großen Auditorium und habe, er saß auf einem, ja, auf so einem, wie nennt man das denn, so ein Barstuhl, so ein Barhocker etwas über mir und hat mit uns gearbeitet, 200 Leute im Saal, und da habe ich gemerkt, da sind mir an einer Stelle zu meiner Überraschung die Tränen gekommen, und da hat der Mann mir, während er mit dem ganzen Saal gearbeitet hat, Empathie gegeben, und da habe ich gedacht, das ist cool, das möchte ich auch lernen, und so bin ich daran gekommen. Und ich habe damals in der Industrie gearbeitet und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das mein Leben verändert hat. Kollegen haben mich angesprochen und haben gesagt, Beate, irgendwas ist anders geworden, besser. Die haben es gemerkt. Und da ich schon lange einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Hamburg hatte, früher habe ich dort Zeit- und Selbstmanagement unterrichtet, habe ich es dann irgendwann mit der gewaltfreien Kommunikation versucht und ja, und habe dann gesehen, das ist auf Interesse gestoßen und das hat was gebracht irgendwie. Das hat vor allen Dingen auch in den Seminaren Verbindung zwischen den Kommilitonen und Kommilitoninnen bewirkt. Das war angenehm und so bin ich dabei geblieben. Und jetzt habe ich mehrere Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen, unter anderem eben in Sie meinen jetzt bei mir selber, also dazu kann ich sagen, ich habe noch keinen Heiligenschein, ich möchte das gerne betonen, und bei mir funktioniert das auch nicht immer, aber wenn ich dann sozusagen meine Nacht darüber schlafe, dann stelle ich oft fest, wenn die Wogen sich geglättet haben, dass ich eine Chance zu einem zweiten Ansatz habe, und dann gehe ich oft nochmal zu der Person hin und sage, du, gestern, das war nicht optimal, also ich bin unglücklich damit, wärst du bereit, mit mir nochmal einzusteigen? Und dann höre ich oft ein Ja, und dann bin ich aber auf einer anderen Ebene unterwegs, dann habe ich inzwischen Ruhe gehabt und mir klar gemacht, wie ich mich gefühlt habe, was meine Bedürfnisse waren, und kann auf der Ebene kommunizieren, und dann kommen auch andere Ergebnisse. Und jedes Mal, wenn es mir gelingt, nicht in Kampf oder Flucht stecken zu bleiben, sondern eine andere Form von Kommunikation wirksam werden zu lassen, dann stelle ich fest, dass Verbindung entsteht. Und dann würde Gerald Hüther sagen, der Neurobiologe, entsteht durch dieses positive Erlebnis eine neue Bahn sozusagen im Gehirn, und nach wird dann dieser Weg stärker belastbar. Es ist ein immer wieder neu probieren. Man kann keinen Schalter umlegen, auch ich konnte das nicht, aber es lohnt sich total. Beate@waltrup.com